Hallo und herzlich willkommen zurück bei Minecraft Space Astronomy. Ich bin's, der Black. Ja, wir haben ja in der letzten Folge ein Dungeon hier auf unserem neuen Heimatplaneten gefunden. Auch wenn wir unsere Basis, noch Hauptbasis auf dem Mond haben. Aber das hier wird ja technisch gesehen unsere neue Heimat. Einfach weil wir hier frei atmen können und nicht so vergiftet ist. Und ich habe mal geguckt. Und ich habe es direkt gefunden, wie es aussieht. Das, was wir hier brauchen. Dieses hier. Das gibt's tatsächlich, ja, in einem eigenen Biom. Und ich habe es offensichtlich gerade gefunden. Das sogenannte Candyland. Offensichtlich. Ja, das ging ja schnell. Ich wollte jetzt eigentlich zu dem Dorf fliegen, was hier in der Nähe ist. Und trotzdem mal gucken, ob es da vielleicht was gibt. Aber ja, wenn wir hier schneller sind, warum nicht? Ich hätte wahrscheinlich hier die Axt mir holen sollen, was wir vielleicht mal machen könnten. Wir haben keinen Diona-Rock da. Wir könnten uns ja mal eine Diona-Axt machen oder sowas. Indem wir mal kurz runtergehen, holen uns ein bisschen Steine und machen das mit einer Axt hier ab. 3, 4, 5, 6. Das wird wahrscheinlich schneller gehen. Dann noch ein Stück Baum. Oder habe ich noch ein Stück Baum einstecken? Nein, habe ich nicht. So, 1. Und 2. Ja, mittlerweile sagt der Server auch, reicht für heute eigentlich. Aber hat er ja auch recht, muss ich ja zugeben. So, machen wir uns erstmal eine Workbench. So. Hallo. Jetzt hört doch mal auf, ihr kleinen Schleimies. Schleim euch da auch nicht mal an. So. Machen wir uns eine kleine Workbench. Stellen die uns hier hin. Das erste von Menschen gebaute hier auf diesem Planeten. Wir werden uns natürlich ein paar Stickies machen. So. So. Und machen uns daraus mal eine Axt, keine Spitzhacke, Junge. So, 1. Weißt du was, wir machen noch mal gleich eine Schaufel. Vielleicht brauchen wir die ja auch noch für den Boden und so. Und jetzt gucken wir mal. Geht nicht besser? Ja. Also den Boden schon. Aber axtmäßig scheint das auch nicht der richtige Weg zu sein. Vielleicht gibt es da einfach gar nichts, was du da dafür brauchst. Ist auch möglich. Ne? Darf man nicht ausschließen. Plum. 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 Dieses Mistskelett, das hauen wir mal weg. Und dann machen wir hier weiter im Candyland. Und wenn das durch ist, dann suchen wir noch ein Dungeon und werden uns dann mehr oder minder dem nächsten. Das hört sich wie Erde an hier. Oder Kies. Und das war welcher. Das hoffentlich nicht. Ich buddel mich mal da unten durch. So. Und dann gucke ich gleich mal, was wir da vielleicht noch brauchen könnten. Also oben drauf Erde. Ich gucke mal aufs Questbook, wie weit wir denn da fortgeschritten sind. Wir haben schon ein bisschen was. Du brauchst auch von jedem nur eins. Blau noch. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht können wir die hier bauen. Backen. Ist durchaus möglich. Aus diversen Sachen, zum Beispiel den hier. Lalalala. Mal gucken. Candyland. Coole Sache. Auch wenn ich das, sagen wir mal, nicht ganz so schön finde, ehrlich gesagt, hier im Modpack selbst, weil das ist halt nicht realistisch. Und man hat ja zumindest versucht, sich mehr oder minder an Realismus zu halten. Und da wäre es mir schon lieb gewesen, wenn das so geblieben wäre. Aber ja gut, hätte Fahrradkette, ist halt wie es ist. So, wie sieht es denn eigentlich aus, Questbook? Der sagt, bis auf die sind alles fertig. Dann gucken wir mal. Cake. Okay. Dann Kake. Wir brauchen Chocolate Cake Bread. Nein. Nein. Candy Extractor. Okay. Also die kleinen kann ich herstellen offensichtlich, die großen nicht. Die muss ich sinden. Dann werde ich mich wahrscheinlich mal hier unter die Erde buddeln. Vielleicht gibt es die ja unten generiert. Hoffen, dass da irgendwo was ist. Wäre ja toll. Ich meine, wir sind hier im Kuchenland. Oder im Süßigkeitenland. So. Ich buddel mich einfach mal runter. Ach, guck mal hier. Guck mal an. Cake Bread. Da haben wir es ja schon. Dann haben wir hier Bonus Rock. Okay.
Also Cake Bread haben wir. Wir brauchen White Cake Bread und Chocolate Cake Bread. Noch. Das hier ist auch noch Fronus-Erz und das ist Chocolate Cake. Reicht das nicht hier? Halt. Vielleicht muss ich einfach nur genug einsammeln. Wer weiß es schon. Von dem anderen müssen wir auch nur genug sammeln. So, und guck mal, da ist weißes. Ah, weißes. Weißes Kuchenschokolade-Zeugs. Das nehmen wir auch mit. So, aha, das oben drauf mit braun ist also weiß. Gut zu wissen. Halt die Klappe. Lass mich mal hier sammeln. Ich bin hier gerade am... Hallo, sammeln. Sammeln. So, dankeschön. Ich werde mal ganz kurz den hier runternehmen. Und mal ganz kurz ein bisschen was entsorgen. Das brauchen wir nicht mehr, das brauchen wir nicht mehr. Fronos dort nicht, das. Die Dinger glaube ich auch nicht. Die Kekse hauen wir mal raus. Orange Cream Ball, genauso wie die hier. So. White Cream Cake. Lass ich mal kurz da. Vielleicht brauchen wir das noch. Fronos Rock, Chocolate Block, bla bla. Cake Bread. Oder sind halt nicht die, ne? White Cake Bread, naja, scheinbar nicht. Müssen wir uns möglicherweise einfach noch ein bisschen weiter in die Erde buddeln. Ja, ein Enderman hat uns auch gesehen. Ist toll. Die Alternative wäre, hier einfach eine Query hinzustellen und das ganze Ding wegzurotzen. Wäre eine Option. Aber ach, wollen wir das? Wollen wir das wirklich? Ich meine, das ist ja Schlaraffenland hier. Und Schlaraffenland macht man doch nicht kaputt. Obwohl. Wenn es mir nicht das bietet, was ich haben will, dann schon. So, was haben wir denn hier Schönes? Das ist auch nochmal normaler. Und hier unten drunter auch nicht. So langsam weiß ich nicht mehr, wo ich suchen soll, Leute. Also ich gehe mal davon aus, dass das auch hier im Candyland einfach mit ist. Und irgendwo garantiert mit vor Ort. Aber ja, wo, ne? Lalalala. Weißt du was? Ich schieb das mal auf die lange Bank. Aber das eine haben wir ja gefunden. Ich werde wahrscheinlich hier eine Query hinstellen. Ich will die andere Query aber noch ein bisschen laufen lassen, ganz gerne. Und sag mal, die alte Query würde ich auch nicht hier hinstellen wollen. So unbedingt sehe ich das jetzt nicht so ein. So, ich meine, wir bräuchten eh eine für die Dark Diamonds. Die müssen wir ja auch irgendwo finden. Vielleicht finden wir die auch im dunklen Asteroidenfeld. Das kann auch sein. Black Diamonds, ne? Möchte ich mich jetzt nicht ausschließen von. Wie gesagt, auf jeden Fall, wir haben jetzt erstmal was. So. Und ist hier vielleicht? Vielleicht hier beim Wasser? Mineralwasser. Oh, guck mal an. Echtes Mineralwasser, damit auch nicht so in den Süßigkeiten. Ja. Kann ich die hier umcraften? Nein. White Cream Cake. Fassade. Mineralstücke brauche ich, um die Candies zu kreieren. Ja. Okay, ich mach mal hier J, Wegpunkt. Candyland. Mach mich jetzt auf die Suche nach einem weiteren Dungeon. Soweit lange untersuchen wir hier, durchsuchen wir noch die Sachen, bis wir ein neues Dungeon haben. Und wenn wir ein neues Dungeon gefunden haben, dann können wir ja immer noch sagen, jo, wir gehen hier zurück und grasen das komplette Candyland einfach mit einer Query ab. Eiskalt. Wäre auch eine Option, ne? Aber erst einmal geht die Dungeon-Suche vor, gerade bei den Geschichten hier, wo Bäume sind. Wie gesagt, darf ich mich nicht auf die Karte verlassen, da hast du nicht wirklich was gesehen. Vielleicht wird es ja besser. Ich meine, es kann natürlich auch sein, dass hier das hier White Candy ist, aber ich glaube jetzt ehrlich gesagt nicht dran. Es wird einfach nur ein Sand sein oder so. Ja, normaler halt. Entschuldigt bitte. Oh, der musste sein. Ein kleiner Nieser. Ein Nieser am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. So, wir gehen erstmal weg von dem alten Dungeon. Suchen uns ein neues. Den Eingang, wir werden es noch nicht plündern, solange ich die Quest noch nicht vollständig habe. Aber wir werden auf jeden Fall dann nach und nach damit anfangen.
Lalala. Vielleicht ist es auch unter einem anderen Candyland einfach ein anderer Cake unten drunter, ein anderer Kuchen. Möglich ist es, dass du mehrere Candylands finden musst. Nun, wer bin ich, der sich mich dem widerstrebend widerspreche? So, kann man echt noch höher fliegen? Echt zu wenig. Und ich muss echt direkt nach unten gucken. Sonst wird das nichts mit dem Dungeon. So, und das ist eigentlich da hinten, da ist ein Riesenloch. Ich guck mal ganz kurz zu dem Riesenloch dahin. Ob das vielleicht ein Dungeon-Eingang ist, der nur einfach ein bisschen missraten ist. Nein, ist keiner. Na gut, dann gehen wir wieder zurück. Hätte ja sein können. Weil wie gesagt, du siehst das halt echt scheiße. Das ist der Nachteil von Bäumen. Möchte ich mal erwähnen. Müssen wir alle abholzen. Aus Gründen. Das versilberne, lila das Zeug, das Gras, ne? Gras. Gras können wir wieder hoch. So, schön nach unten gucken. Schön den Boden abscannen. So, wenn wir hier irgendwo nochmal Candyland sehen oder sowas, da werden wir da natürlich auch nochmal gucken, ob wir da irgendwie Cakes und ähnliches finden. So, auf jeden Fall das Wichtigste haben wir ja schon mal. Eigentlich das Wichtigste ist alles, was wir brauchen. Weil wir es noch nicht haben. Alles andere ist de facto dann unwichtig. Aber ja, wir werden es schon finden. Das Unwichtigste haben wir ja schon mal. So. Ich werde es hier wie immer machen. Ich werde halt eine halbe Ewigkeit suchen. Und dann, wenn ich offscreen bin, noch offscreen weitersuchen. Werde auch offscreen hier die Folge dann mehr oder minder quasi das Ding markieren. Und hier dann aber wirklich die Aufnahme beenden. Das Dungeon, das machen wir eh erst, wenn wir die restliche Candy Quest gelöst haben. Allen anderen macht es halt keinen Sinn. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das alles in der Dingens zu finden ist. Aber wir stellen dann halt einfach da eine Query hin. Punkt. Ende aus. So. Da hinten wieder jede Menge Felder. Ein Brunnen. Aber Bewohner sehe ich gerade keine. Ja, ist egal. So. So, ich gucke trotzdem mit ab und zu auf die Karte. Manchmal sieht man ja vielleicht doch was. Aber ja, bis jetzt. Ne? Ihr seht ja. Es ist verdammt schwierig hier. Also das ist, sagen wir mal, Herausforderung Nummer 2. Da auf manchen Planeten war es schon schwer zu erkennen. Aber hier durch die Bäume. Ist das? Nee, das ist eine normale Höhle. Ja, hier durch die Bäume brauchen wir echt ein bisschen mehr. Brauchst du echt Adleraugen. Dann kommen die ganzen Wolken noch hinzu, die wieder lila sind, manchmal zumindest die Rainbow-Wolken. Das ist vielleicht ein Dungeon, das voll läuft. Nee, das müsste ja gerade runtergehen. Ist definitiv keins, was es leuchtet da. Ich will nur gucken, was leuchtet. Wir fliegen gleich wieder hoch. Irgendwas funkelt hier im Wasser. Die Pflanze hier. Eine Glowing Pink Koralle. Toll, wir haben Korallen. So, ich gehe mal ein Stückchen weiter hier hoch. So. Lalalala. Ich glaube, das Dorf hatten wir schon mal gesehen. Müsste in der Nähe unserer Behausung sein. Also unserer Vorerstbasis. Vermutlich einfach aus Gründen der Grünlichkeit werden wir unsere Basis, unsere echte, wirkliche, richtige Basis hier ins Grüne setzen. Weil das sieht uns natürlich am ähnlichsten. Der Mensch braucht das Grün. Warum wird der schnell ins Grüne ziehen? Was ist denn das? Ja, siehst du, wir haben jede Menge Dungeons und Biome, die wir einfach noch gar nicht gesehen haben. Gibt es auch gelbe. Cool. Aber hier, ich kann mich hier wohlfühlen. Auch den Felsen, dass der halt nicht so grau ist. Wie gesagt, grau ist eh eine Farbe. Ich mag grau nicht. Kann ich echt so sagen. Und da bin ich doch ganz froh, dass wir doch mal einen Planeten haben, wo nicht einfach alles grau ist. Viel zu grauerlich für mich. So. Ein Stück höher, umso mehr kann ich ja sehen.
So, mal da lang. Oh Mann. Ich hätte ihn nicht töten sollen vielleicht, weil wir haben das eine Dungeon ja nur durch Zufall gefunden. Andererseits, ja, wenn wir es einmal schaffen, ne, schaffen wir es auch ein zweites Mal. Und wenn, bin ich ja selber schuld, dann muss ich jetzt durch, dann gleich. So. So ist es. Und wenn es nicht klappt, wird halt alles abgeholzt und wenn wir dann das nächste Dungeon freigelegt haben, dann sehen wir weiter. So. Eiskalt. Nee, natürlich nicht. Ist doch nur unsere neue Heimat, da können wir nicht einfach alles abholzen. Ich meine, wenn ich mal ins Candlelink eine Query stelle, die ist weit genug weg von dem, wo ich siedeln will, das würde funktionieren, aber ja, einfach alles abholzen. Nee. So. Schön ist natürlich hier gerade das grüne Land und so weiter und so fort, wenn da ein Dungeon drin wäre. Das wäre richtig toll. Das siehst du sogar auf der Karte. Manchmal. Lalalala. Kann ich auch mal ein Stückchen nach vorn gucken. Ah, hier wird es mal schön grün. So, wisst ihr was? Ich werde die Folge doch noch ein ganz klein wenig verlängern, aber nur minimal. Einfach aus Gründen der Gründlichkeit. Aber wie gesagt, ich will ja eh offscreen weitersuchen, insofern nicht mehr so lange. Nur für den Fall, dass eine oder andere Biom noch aufgehauscht, was wir noch nicht haben, werde ich jetzt auf 20 Minuten gehen. Wie gesagt, im Notfall markiere ich mir alles und zeige euch das halt in der nächsten Folge oder sowas. Aber ich denke mal, bis jetzt werden einen Großteil gesehen haben, wenn dann vielleicht noch andersfarbige Biome oder sowas. Das würde günstiger sein. Man muss dazu sagen, dass natürlich die ganze Quatscherei hier mich zusätzlich noch ablenkt vom, ja, vom Dungeon-Scannen. Weil da ist halt Multitasking und Multitasking ist immer so eine Sache. Der Mensch kann das in Wirklichkeit gar nicht. Der arbeitet immer unterschiedliche Sachen oder der kann nicht unterschiedliche Sachen gleichzeitig abarbeiten. Genauso wenig wie ein Computer, sondern das Gehirn springt immer zwischen der einen Aufgabe ganz schnell hin und her und ist deshalb in beiden Aufgaben meistens schlechter. Übrigens Männer wie Frauen. Da gibt es dann keine Unterschiede. Weil in beiden Aufgaben meistens schlechter ist, bedeutet das natürlich auch, dass wenn ich hier quatsche, weniger aufmerksam bin und nach Dungeons unaufmerksamerer suche. Darauf wollte ich hinaus. So. Aber dennoch, wie gesagt, habe jetzt gesagt, bis 20 Minuten bleiben wir. Und das wird jetzt auch so sein. Kann auch sein, dass die von Haus aus hier ein bisschen seltener sind, weil man ja erwartet, ja, der haut eh nur eins. Andererseits wäre das doof. Die sind ja eh schwer zu finden und dann sind die noch seltener. Ich meine, wir haben halt Glück gehabt, dass wir zufälligerweise auf eins gestoßen sind, aber ein Glück, daran kann man nicht festhalten. Ist das da? Neun. Und das da hinten sicher auch nicht. Lelelelele. Wie das meine ich? Man sieht halt, manchmal übersieht man Dinge vielleicht. Vielleicht eben aber auch nicht. So. Na gut, wir fliegen noch ein bisschen weiter. Aber es sieht nicht so aus, dass jetzt gerade neue Biome in Größenordnung auftauchen. Wie gesagt, schön wäre es, mal ein unbewaldetes Biom zu haben wieder. Weil dann siehst du halt echt leichter, wenn da ein Dungeon drin ist. Ansonsten auf der Karte brauchst du jetzt auch wirklich nicht gucken. Die ist so bunt. Aber wenn du da eins entdeckst, dann hast du wirklich Adlerauge oder einfach nur Schwein gehabt. Ich konnte zum Beispiel nicht unterscheiden, gerade das eine Dungeon von dem vom Rest. So. Aber keine Sorge, das wird schon werden. Nach und nach. Mal ein Stückchen weiter rüber. Damit ich nicht vielleicht aus Versehen das Dungeon da übersehe, wo ich schwarze Punkte lasse. Das wird kein sein, ist nicht rund. Da hinten. Dann sehen wir hier, ja, im Wasser brauchen wir, glaube ich, auch nicht gucken. Erkennst gerade den Unterschied nicht vom Gras und dem ungerenderten. Coole Sache. So.
nichts zu sehen. Na gut, dann werde ich sagen, ich suche mal weiter, und zwar Ophus Krinus. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Lasst ein Däumchen da, am besten nach oben. Und ja, in der nächsten Folge hoffentlich wieder mit Cam. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss.